Es riecht schon förmlich nach Sonnenstrahlen und die Farben des Frühlings dominieren das Blickfeld. Wenn sich die frische Saison ankündigt, dann beginnt auch in der Mode eine ganz besondere Ära. Sie zu erkunden geht am besten bei der Stylingmeile. Den Startschuss liefern Accessoires für das Gesicht, wie Brille. Wir haben ein ganz tolles Sonnenbrillen-Store, ein Outdoor-Store. Da kann man einkaufen wie in Italien. Das heißt, da gibt es Palmen, da gibt es eine Sonneninsel dazu und dann kann man einfach ganz so frei wie in Italien Sonnenbrillen probieren. Also unkompliziert, lustig. Und das ist halt mitten im Zentrum, das ist ganz leicht zum Finden. Also ich biete Beratung an, anfangs von eben stylische Sonnenbrillen. Dann natürlich habe ich mich spezialisiert auf die Gleitsichtbrille. Gleitsicht ist so ab 40 das Thema. Dann in weiterer Folge auch die Computerbrille, das wird ja immer wichtiger. In Zeiten wie diesen, man arbeitet nur mehr am Computer und das ist einfach wichtig, dass man gut sieht dabei. Dann gibt es in weiterer Folge auch noch eine Anti-Stress-Brille. Das ist für die jungen ITler oder die Jungen, die eben den ganzen Tag am Computer sitzen. Da hat man ein bisschen Unterstützung dann auch noch beim Computer. Das sind so die Sachen, wo man einfach sagt, braucht man intensive Beratung in einem Fachgeschäft. Unseren nächsten Boxenstopp legen wir bei der Kosmetik ein. Also uns finden wir in Grein an der Donau. Wir sind eigentlich ein gekoppeltes Unternehmen. Das heißt, uns gibt es das Body and Skin, das Kosmetikstudio mit klassischen Gesichtsbehandlungen, Fußpflege, Maniküre und dergleichen. Aber wir machen auch sehr viele spezielle Sachen, wie zum Beispiel, wir sind sehr Make-up-lastig. Das kommt davon, weil meine Laufbahn eigentlich als Make-up-Artistin begonnen hat. Nach wie vor noch da ist. Also ich bin nationale Make-up-Artistin bei L'Oréal Paris und deswegen machen wir eben sehr, sehr viel Make-up, weil das einfach ein Steckenpferd von mir ist. Und dann gibt es noch Light & Shadow Tattoo, das macht eben mein Mann, das ist das Tattoo-Studio bei uns im Institut und er ist eben seit letztes Jahr Herbst jetzt dabei in Grein an der Donau und fertigt jetzt seine Tattoos von der Großstadt in die Kleinstadt bei uns an. Und bei ihm ist es so, er macht grundsätzlich alle Stile bis auf Maori. Das ist einfach so, natürlich jeder Tätowierer einigt sich auf gewisse Stile, was er am liebsten macht, ist realistisch, man sieht es bei mir, also ich glaube unschwer zu erkennen. Und ja, natürlich New School, Old School, Dotwork ist alles dabei. Also einfach am besten einen Besprechungstermin ausmachen, dann weiß man eigentlich Bescheid, ob das passt oder nicht. Fashionistas kommen auch nicht bei den neuesten Haartrends vorbei, deshalb geht es zur nächsten Station. Ich bin spezialisiert auf Haarverlängerung, Haarverdichtung, Haarglättungen in alle Richtungen, aber die chemische nicht, sondern nur die Keratinglättung. Natürlich auch auf Haarfarben. Aber meine Spezialität sind halt Haarverlängerung, Haarverdichtung und Haarglättungen. Wer es extravagant möchte, der kommt bei der Boxeneinfahrt von Wimpern und Nägeln zum Stehen. Also unser Studio heißt Old School Beauty. Und wir bieten an Wimpernverlängerung, Wimpernverdichtung und auch Wimpernrettung. Ebenso haben wir dann die Nägel, also das heißt entweder Gelnägel oder Acrylnagelmodellage und Sugaring, die Enthaarung mit Zuckerpaste. Und der Horst macht dann das Microblading, das ist das Permanent-Make-up, Augenbrauen. Also wir werden dann am Hauptplatz direkt im Bergsee, Hauptplatz 17, und wir eröffnen am 1. März. Das Tempo auf der Stylingmeile wird durch sanfte Fußpflege der etwas anderen Art eingebremst. Also wir sind in der Ibstraße 2 in Amstetten, direkt nach dem Einkaufszentrum, Bahnunterführung, Kreisverkehr, das Eckhaus, da ist Aqualina zu finden. Die innerliche Schönheit strahlt mir auch noch aus, wenn man einfach relaxed ist und sich wohlfühlt und für den Körper was Gutes tut. Wenn man gestresst ist, bei den Fisch, man kommt ein bisschen runter, es ist ein ganz tolles Gefühl, die Durchblutung wird gefördert, die Füße werden schön, das gehört ja auch zu Beauty. So wie ein schönes Foto, denn ein so aufregender Beauty-Tag wie dieser gehört auch festgehalten. Wir finden in Sachsen, in der Ortsmitte und ich mache Porträtfotografie, Hochzeitsfotografie und Werbefotografie. Also ich bin spezialisiert auf Bildbearbeitung und das ist auch das, was mir am meisten taugt. Ich bin eher mehr Bildbearbeiter als Fotograf. An diesem Abend jedoch 100% Fotograf, um die neuen Styles in den Mittelpunkt zu rücken. So wie bei der Modenschau, das Finish an diesem Tag. Von Kopf bis Fuß, alles für die Frau, das war die Devise. Die Basics dazu lieferte italienische Mode von Petra und Petra. Ihre Trends finden sich ab nun auch über die Grenzen des Mostviertels hinaus.
Eines kann man jetzt schon sagen, die italienische Frühlingsmode lässt jede Menge Spielraum offen und trifft den Geschmack trendbewusster Frauen.